Hey ho und willkommen zu einem neuen Moveset-Video. In diesem Video geht es um das Windschatten-Pokémon Elfhoon, das als sehr prägendes Support-Pokémon bekannt ist. Es besticht mit einem 116er Initiativwert, was es wirklich schnell macht. Und ja, seine offensiven und defensive Werte sind nichts Besonderes. Alles recht durchschnittlich, nichts worüber man viel sagen kann. Durch die Typenkombination Pflanze-Fee ist Elfhoon immun gegenüber Drachenattacken, resistent gegen Attacken der Typen Pflanze, Wasser, Elektro, Kampf, Boden und Unlicht und weist eine Schwäche gegenüber Feuer, Eis, Flug, Stahl und Giftattacken auf, wobei letztere eine Vierfachschwäche ist. Elfhoon hat drei Fähigkeiten zur Verfügung, wobei die erste gleich auch die beste ist, nämlich Strolch. Hierbei wird die Priorität aller Statusattacken um 1 erhöht, was es als Support-Pokémon echt Gold wert macht. Einzig bei Unlicht-Pokémon schlagen diese Attacken dafür fehl, aber ansonsten hat man mit dem Movepool zusammen echt gute Tools zum Arbeiten. Die zweite Fähigkeit ist Schwebedurch, hierbei werden Schilde und auch Delegator ignoriert, was jetzt nicht die beste Fähigkeit für Elfhoon ist, wenn man sich seinen Angriffswerte anschaut. Zu guter Letzt gibt es noch Chlorophyll, auch eine normalerweise gute Fähigkeit, jedoch ist der Initiativwert schon recht hoch, würde weniger davon profitieren und würde sich zu sehr auf Sonnenteams beschränken. Das Moveset, das man auf Elfhoon spielt, ist wie bereits erwähnt ein Support-Set. Daher wird es auch mit der Fähigkeit Strolch und einem scheuen Wesen gespielt. Das scheue Wesen verstärkt die Initiative und zusammen mit 0 DVs in den Angriff wird dieser so minimal gehalten wie möglich. Die DVs werden in den Spezialangriff und die Initiative gesteckt und als Item nimmt man den Fokusgurt mit, damit man auf jeden Fall einen gegnerischen Angriff aushalten kann. Bei den Attacken hat man mehrere Möglichkeiten. Als Step-Angriffe kann man hier Mondgewalt und Energieball mitnehmen, damit man auch generell Schaden anrichten kann. Die mit Abstand verbreiteteste Attacke ist Rückenwind, da man hier einfach das gesamte Team mit doppelter Initiative boosten kann. Und nun hat man mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was man für sein Team benötigt. Zum einen gibt es die Druckträne, um die Spezialverteidigung gegnerischer Pokémon um 2 Stufen senken zu können, damit es und seine Team-Pokémon wesentlich mehr Schaden drücken können. Mit der rechten Hand kann man sein Partner-Pokémon generell boosten und Verhöhner lockt ein gegnerisches Pokémon in Schadensangriffe. Dann hat man mit Prügler noch die Möglichkeit, Pokémon mit der Fähigkeit Redlichkeit enorm boosten zu können. Und ansonsten gibt es noch die eher seltenere Strategie, mit einem Prioritäts-Bizarro-Raum sein Team auch noch auf diese Weise unterstützen zu können. Dieses Set baut einfach auf den Support-Aspekt von Elfhoon auf, das mit Hilfe von vielen verschiedenen Attacken sehr flexibel eingesetzt werden kann und daher auch so gut wie immer einen Platz in einem Team finden wird. Zu den Countern und Checks gehören zum einen Pokémon mit der Fähigkeit Magiespiegel, wie sie Lembrim, welche Statusattacken auf das ausführende Pokémon zurückwerfen und somit den Großteil von Elfhoon countern kann. Ansonsten kann man mit Fuego und Olangar ganz gut gegen Elfhoon vorgehen, da hier die Statusattacken durch den Unlichttypen keine Wirkung zeigen werden und man es auch mit Verhöhner in seine Attacken locken kann. Dann kann man generell mit Feuer- oder Gift-Pokémon ganz gut agieren, die aufgrund ihres Typens einfach einen Vorteil haben. Ein paar Beispiele hierzu wären Libalo, Alola Knogger, Bisaflor oder auch ein Huzzasse. Und zu guter Letzt gibt es noch Gramor, das sowohl defensiv als auch offensiv einen Typenvorteil hat und auch mit Verhöhner agieren kann, beziehungsweise sich recht safe boosten kann, ohne Probleme gegen Elfhoon zu haben. Bei den Partner- und Team-Pokémon bieten sich mit Prügler zum Beispiel Lucario, Arcani oder auch Terrakium sehr an, da diese durch die Fähigkeit Redlichkeit mit jeder Ausführung der Attacke eine Angriffssteigerung erhalten und dadurch sehr gefährlich werden können. Ansonsten profitieren vor allem Pokémon mit mittelhohen bis hohen Initiativwerten sehr vom Rückenwind-Support, weshalb sich eine Menge Pokémon anbieten. Eine kleine Auswahl an Pokémon, die man nutzen könnte, wären zum Beispiel Gordrom, Filinara, Stalobor, Pescragon oder auch Libalo. Alles offensiv starke Pokémon, die durch den Support noch einmal gefährlicher werden. So, das war's dann aber auch schon wieder zu Elfhoon. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!